Wir begrüßen Herrn Michael Frede, Vertriebsleiter Europa der elektrischen Antriebstechnik bei Festo in Esslingen. Herr Frede, Festo gilt als Marktführer in der Pneumatik, stellt aber auf der Messe vorrangig elektrische Antriebstechnik aus. Wie passt das zusammen? Ja, vielen Dank für die Frage. Es ist schön, dass diese Wahrnehmung so rüberkommt. Um klar zu sagen, Festo ist nach wie vor sehr stark in der Pneumatik, ist Marktführer und wird auch weiterhin diese Stärke behaupten und ausbauen. Aber neben der Pneumatik wächst bei Festo eben auch sehr stark das Geschäftsfeld der elektrischen Antriebstechnik. Und da das noch nicht so stark bewusst ist bei den Kunden und im Markt, stellen wir das natürlich auf Messen etwas stärker hervor, weil die Pneumatik durch den Außendienst bei den Kunden in der Regel schon sehr gut bekannt und beraten wird. Nennen Sie uns doch mal ein oder zwei Produkt-Highlights. Ja, also bei den elektrischen Produkten haben wir zwei Highlights hier auch ausgestellt. Das ist zum einen ein sehr preisgünstiger elektrischer Zylinder. Das ist aus der OMS-Reihe, Optimized Motion Series auf Neudeutsch, wo verschiedene Positionen elektrisch angefahren werden, die man vielleicht vorher pneumatisch mit zwei Positionen angefahren hat. Wir haben schon ein sehr großes Zylinderprogramm elektrisch mit sehr vielen Funktionen, aber man braucht nicht immer alle Funktionen. Und deswegen haben wir jetzt nochmal diese preisattraktive Serie eingeführt und die stellen wir hier auch aus und die hat auch sehr viel Erfolg. Wird sehr gerne angenommen vom Markt. Und das zweite Highlight, was wir hier zeigen, ist ein kleines Portal, so etwas so groß wie ein DIN A4-Blatt. Es ist erstaunlich, wie viele Funktionen vom Kunden auf der Größe eines DIN A4-Blattes mit einer Flexibilität abgearbeitet werden. Denken Sie an das Prüfen, Palettieren, Kleinteile montieren. Und da will der Kunde nicht jedes Mal diese Funktion dieses kleinen Gantries neu konstruieren müssen. Und deswegen haben wir das als Katalogprodukt entwickelt und kommt rasend gut an. Und wir haben Kunden, die mehrere hundert Stück des gleichen Typs kaufen und sagen, wir können es bei euch günstiger kaufen als selber machen. Hochinteressant. Welche Trends sehen Sie denn generell in der elektrischen Automatisierung? Ja, also wir haben letztendlich den Trend, dass der Kunde über die Effizienz versucht, die Technologie auszulegen. Also es gibt keine rein elektrische Automatisierung, keine rein pneumatische Automatisierung. Der Kunde möchte nach seiner Funktion, nach Kosten und Energie effizient auslegen. Also braucht er beides in der Wahlfreiheit. Und das ist eben dieser Trend, den Festo hier bedient. Der nächste Trend, den wir sehen, ist, dass Kunden doch eigentlich zwei sehr unterschiedliche Ziele verfolgen. Auf der einen Seite ruft jeder nach Standards, auf der anderen Seite ruft jeder nach Individualisierung. Ich will nichts bezahlen, was ich nicht brauche. Und diesen Spagat muss man zusammenbringen und das versucht Festo. Und als Beispiel, wie wollen wir das angehen, und da sind wir bereits sehr gut unterwegs, ist über Auslegungstools. Ja, dass der Kunde einfach seine Funktion eingibt. Und er bekommt wirklich mit Simulation und optimiert bis zu einer Stückliste und 3D-CAD-File eine Auslegung vorgeschlagen, wo er sofort auch ein Preisangebot bekommt und sagt, jawohl, das ist jetzt die optimierte Lösung, aber dafür brauchen Sie die Vielfalt und die bilden wir entsprechend ab. Herr Frede, herzlichen Dank für das Gespräch. Freut mich sehr, danke.